Fucked up, now we go through it again. Where I gain another pain and I lose another friend. I fucked up. Schickes Hallo draußen, willkommen zu einer Folge Sky PvP, dass ich das jetzt sage. Boah Junge, es ist anders. Es ist einfach wirklich nur anders. Ich dachte mir heute, zeug ich ein Ründchen Sky PvP auf Blocks MC und versuche mal wieder meine KD ein wenig aufzuhübschen, da es wieder keine Server gibt im deutschsprachigen Raum, wo User vertreten sind. Mit Sky PvP dachte ich mir, muss ich mal wieder auf den Arab-Server schlechthin. Werde vielleicht zerhackt, werde vielleicht laggen des Todes, aber das ist es mir wert. Und jetzt checken wir erstmal meinen Ping. 31, ja, 31er bin ich halt, ne? Nee, sollte klappen, denke ich mal, hier auf jeden Fall mal ein gutes Ründchen hinzuhauen. Und ja, hi, heute ist der 22.12., zwei Tage vor Weihnachten. Ich wünsche euch natürlich schon mal schöne Feiertage an dieser Stelle. Ich hoffe, euch geht's allen soweit gut und habt noch Spaß am Leben. Vorweg, wenn ihr irgendwelche geilen Server kennt, egal welche des Spielmodus, bitte, 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 hit me up. Wäre sehr wild. Ich habe Bock zu suchten, Bock zu zocken wieder und habe jetzt auch Urlaub tatsächlich. Vielleicht habe ich ja die Motivation und hau ein paar mehr Videos raus. Mir ist auf jeden Fall klar, dass jetzt halt natürlich die Videos nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen wie damals oder jetzt vor ein paar Monaten auch. Aber es geht halt nicht immer um die Zahlen, ne? Es geht um den Fun. Sonst würde ich ja, wie gesagt, jeden Tag ein Video hochladen, mindestens. Und genau, so, haben uns auf jeden Fall schon mal hier nicht schlecht angestellt bisher. Auf jeden Fall ein paar Kills gemacht. Naja, jetzt sind wir hier gestorben mal wieder, aber egal. Über zwei Monate ist es her, dass ich was hier hochgeladen habe, geschweige auch einen Stream gestartet habe. Danke nach wie vor die Leute, die in VIP-Sub reingeballert haben. Sind immer noch 3 Stück. Das ist der liebe Flo auf jeden Fall. Ich glaube, der Lukas von Tomatencraft und irgendwer anderes noch. Ich weiß leider nur gerade nicht mehr, wer es war. Es tut mir leid, aber vielen, vielen Dank. An dieser Stelle, Kuss geht raus. Lang lebe die AdSense-Einnahmen, die ich irgendwann mal wieder auszahlen kann, hoffentlich. Lol. Und ja, Update zu meinem Leben. Mir geht's soweit gut. Die Ausbildung, naja, ne? Ich denke mal, es gibt Schlimmeres, aber macht halt keinen Spaß mehr, ne? Und bin sehr am Hasseln. Bin viel, viel, viel unterwegs. Bin sehr into Mode reingekommen. Und das ist meine hauptsächliche Beschäftigung, auch so ein bisschen Ebay-Reselling, so nebenbei und viel halt, wie gesagt, mit meinen Boys und mit Girl unterwegs. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram, DizzyLuke. Dort poste ich ab und zu mal was, sei es von ein paar Fits, die schon älter sind oder auch mal, wenn ich unterwegs bin. Also, würde mich freuen. Und genau, ich dachte mal, ich quatsche heute mal kurz über eine kleine Thematik. Nämlich geht es natürlich wieder um Sky-PvP und Sky-PvP-Server und grundsätzlich Minecraft. So, Sky-PvP war ja immer auf die 1.8 mittlerweile fokussiert und war drauf basiert. Wie wäre das eigentlich mal, wenn man eine höhere Version, wie zum Beispiel die 1.18, da habe ich jetzt sehr oft gehört, dass die neuen Versionen doch sehr cool sein sollen, weil man dort viel mehr machen kann. Wenn man das mal umsetzt auf die 1.18 oder so. Wie fändet ihr das? Und habt ihr Bock auf ein neues Projekt? Habt ihr Bock auf einen neuen Server? Also irgendwie habe ich Bock, was Neues zu starten. Muss ja nichts Langfristiges sein, so. Aber so just for fun, kleines Projektchen. Warum nicht? Kleinen Sky-PvP-Server aufsetzen. So, und boom. Oder vielleicht auch mehr. Wer weiß, wie die Kapazitäten sind mit der Zeit. Mit der Patte, mit den Leuten. Und die Lust natürlich auch, die Motivation. So. Und ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Ballert natürlich auch gerne mal ein Like rein, das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und dass wir jetzt erst bei 4 Minuten 20 sind, 420, ist crazy. So, keine Ahnung, irgendwie voll das Zeitgefühl verloren. Ich hätte das Gefühl gerade schon gehabt, dass ich jetzt schon wieder fast 10 Minuten am Labern bin. Arschlecken. Aber so ist das manchmal mal, ne? Aber ich vercheck es nicht. Ich verstehe es bis heute nicht, warum die deutsche Szene so verkackt hat. Aber willst du machen? Irgendwer soll mal bitte wieder Rain Knight oder Endfight aufmachen. Da haben wir auch wieder ein paar, 1, 2, 3 Wochen zum Zocken, zum Suchten. Und was für YouTube wäre auch schön. Hätte ich voll Bock drauf. Ich hab Bock auf so eine kleine Suchtphase mal wieder, ne? FIFA hat dieses Jahr nicht gebockt. Und das neue Formel 1 hat nicht gebockt. Keine Ahnung. Ich
weiß nicht, ob ich vielleicht einfach mittlerweile so einfach da raus bin in der ganzen Geschichte, ob es mir nicht mehr einfach Spaß macht, so zu zocken, oder ob ich einfach vielleicht auch zu alt werde. I don't know. Vielleicht schwanken die Interessen mittlerweile und sind komplett anders geworden. Junge, Alter, hab ich jetzt aber hier ein paar gut Kills gemacht. Leck mir ja die Eier, ey. Geil. Boah. Junge, 5er-Kills oder so, ne? Ich weiß es gar nicht. Kann jemand bitte mitzählen? Kann mir jetzt jemand in die Kommentare schreiben, wie viele Kills ich gerade gemacht habe? Der Sky-PvP-Boss ist immer noch da. Alter, ich war nie weg. Aber, muss ich sagen, paar Kills schmeckt. Ja, das war mal das kleine, feine, was ich ansprechen wollte. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hit me up. Ja. Vielleicht kommen die Tage noch ein Video. Wer weiß, wer weiß. Lust habe ich tatsächlich gerade. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und alles drum und dran. Stay healthy. Viel Spaß mit der Family. Und ja, jetzt chill ich gerade mit anderthalb Herzen und Diamond Shoes und werde jetzt sterben. Oder? Ja, schade. Egal. Wir sehen uns wieder. Haut rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Würde mich freuen. Vielleicht machen wir immer wieder mal eine aktive Zeit, wo wir bis die 5000 und die 5000 Abos knacken. Nach 6 Jahren? Ich weiß es gar nicht. Haut rein. Peace out. Ciao, ciao.